Hey, herzlich willkommen zurück bei Fable 3. Ich habe jetzt hier mal geguckt und gefunden, das Hundekörbchen von dem Hund. Den nennen wir natürlich um. Da ich selbst einen Hund habe, nennen wir den genau so. So, absenden. Oh, das geht ins Ohr. Sehr Er schön. wird den Namen einfach lieben. Das sage ich dir. Ist eigentlich eine Sie, aber egal. Und hier haben wir ein paar Wenn ihr ein Geschenke für ihn. Geschenk bekommt, bewahre ich es für euch auf, bis ihr es öffnen möchtet. Ich gucke auch nicht, versprochen. Kreaturbeschwörungstrank, okay, gib her. Geschenk öffnen. Oh. Eine neue Knarre, gib her. Zeitverrückt. Ja, gib her. Und ein Hammer. Ja, gib her. Das waren dann wohl alle Geschenke. Ja, wir gehen jetzt hier erstmal nach der Die Knarre gucken. Waffenkammer erwartet euch. Zeig mal hier. Fordert die aktuelle Situation eine andere Waffe? 29. Auch positive Einstellung gegenüber anderen gegenüber den Griff der Waffe verändert, okay? Ich weiß nicht, ob das so vom Belang ist. 29, hier haben wir 39. Holy moly. Lass mich mal gucken. Killer. 300 menschliche Feinde erzielt Geld mit. Oh mein Gott! Tagelöhner. Verdient 10.000. Okay, Zusatzschaden ist gut. Verringert euer moralisches Ansehen gegen menschliche Feinde. Auf jeden Fall ist das schon. Oh, das. Halleluja. Ich würde sagen, nehme die erstmal mit. Na klar. Gib her. Auswählen. Zack. Sehr schön. Was haben wir hier? Nahkampfwaffen. Bloodstone-Prügel. Zeig ich mal her. Lass mich mal gucken. Verringert euer moralisches Ansehen. 16 Schaden. Erledigt 5 Leute, die euch lieben. Super. 8 Bewohner zur Arbeit schleifen. Okay. Also wenn es ein Schwert wäre, würde ich es wahrscheinlich nehmen, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht so gerne mit. Ach, jetzt hier, sag mal. Die Ecke da. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Raus hier. Was ist mit dir los? Naja, bleibt halt da, wo ihr seid. Juckt mich nicht. Ja, wie gesagt, also ich meine, hier muss ich sowieso nachher hin. Irgendwann. Was willst du denn? Blöder Hund. Jawohl. Mein Hund hat den schönen. Den Kopf. Ja, hier muss ich sowieso hin, irgendwann. Da kann ich mich noch ein wenig dran erinnern. Aber wir gehen hier auf Erkundungstour. Gucken, ob es hier noch was Schönes zu holen gibt. Eine schöne neue Knarre, gefällt mir richtig gut. Wo geht's denn da oben hin? Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin, glaube ich, auf der völlig falschen Seite, kann das sein? Eigentlich, um die Story weiterzumachen. Okay. Ach, haha! Ein Silberschlüssel, gib her! Na klar! Da haben wir schon 4 von 5. Ach, von 50. Perfekt. Einen brauchen wir noch, dann können wir die eine Tour schon mal öffnen gehen. Hier kann ich nicht runterspringen, das ist ja grandios. So, dann hier runter. Ah, guck mal, da haben wir eine Truhe. Schöne Schatzkammer, springen. Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen.
Mal gucken, was wir hier dran haben. Sind da hinten schon wieder Wölfe? Kann das sein? Ja, ich glaube, da kommt schon einer. Na, guck mal, die brauchen auch nur noch einen Schuss mit der Knarre. Nachladen. Sehr schön. So. Was denn? Da sind noch Wölfe. Zack. 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 Genau zwischen die Augen. Ich bin ein wahrer Meisterschütze, möchte ich sagen. Oh, oh. Das ist ja... grandios. Wo muss ich denn hin jetzt eigentlich? Guck mal da oben. Das sieht doch gut aus. Da haben wir doch bestimmt noch einen Schlüssel. Warte, habe ich da was gesehen? Habe ich da gerade was gesehen? Ne? Okay. Dann war das nur eine optische Täuschung. Ach, jetzt muss ich... Jetzt sagt er mir, ich muss sowieso hier lang. Bin ich denn von hier gekommen? Ja, ich glaube, von hier bin ich gekommen. Genau, von hier bin ich gekommen, ja. So, dann gehen wir jetzt mal in die Höhle, würde ich sagen. Wenn ich sie finde. Da oben ist sie, glaube ich. Ja, da hinten haben wir sie. Gehen wir da mal rein. Ja, hier genau haben wir die Kiste. Wollen wir doch mal... Wie hieß die Höhle nochmal? Frostatemhöhle. So. Wollen wir uns nochmal hier drin umgucken. Hoffentlich haben wir hier einen Silberschlüssel. Das wäre genial. Warte. Nee, hier haben wir nichts. Okay. Es ist ein bisschen ruhig hier. Gefällt mir gar nicht. Die Ruhe vor dem Sturm, oder was? Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Komme ich hier hoch? Nee? Okay, hier komme ich nicht hoch. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hier komme ich auch nirgends hoch. Hm. Hier haben wir auch nichts. Was denn? Okay, Grabungsort. Zeig mal. Was hast du denn da Schönes gefunden? Silberschüssel. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier mal genau gucken. Ich möchte hier natürlich nichts vergessen. Warte mal, ich glaube, ich bin da auch noch von der anderen Seite rumgekommen. Rangekommen. Ah, Sissi, hier ist nämlich ein Schatz. Bin ja nicht bekloppt. Ah, hier hat sogar jemand gewohnt. Guckt euch das an. Kann ich das alles kaputt machen? Hier könnten wir auch schlafen. Xavier Smedley ist einzigartig in unserer Schurkengalerie der berühmtesten Mörder. Ja, denn er ist weder berühmt noch ein Mörder. Aber ich habe ihn immer gehasst und hoffe inständig, dass ihn seine zukünftigen Geliebten, ihre Eltern oder zukünftige Arbeitgeber in dieser Galerie finden und ihm das Leben schwer machen. Er hätte sich eben einfach nicht auf meinen Stuhl setzen sollen. Da, so sieht's mal aus. Haben wir hinten noch was? Nee, hier hinten haben wir nichts mehr. Hier könnten wir doch mal schlafen. Sex, ungeschützt. Mittag. Morgen, Mittag, Nachmittag. Ach, wir schlafen einfach bis morgens. Dann sind wir schön ausgeruht. Oh, ja, jetzt erstmal schön strecken. Verdammt, habe ich schlecht geschlafen hier. War ganz schön kalt mit kurzen Ärmeln. Verdammt. Oho, gib her.
Ja, ich weiß, dass ich weitere Punkte habe, um eine Kiste zu öffnen. Ich will aber mit keine Kiste öffnen. So. Gucken wir uns doch. Soll ich runter oder hoch? Verdammt, ich gehe. Ah, wo? Was? Ah, Grabungsort, okay. Ja, ich komme ja, ich komme ja. Na, was hast du denn hier gefunden? Oh, 100 Gold, das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Oder? Warte, was haben wir denn da drüben? Was ist denn da jetzt? Wir gehen erstmal hier rum. Gucken. Ah, guck mal, da vorne haben wir, ah, da vorne haben wir eine Kiste. Ach, die kann ich aber. Das ist so eine Schlüsselkiste. 15 Schlüssel. Wir haben erst 4. Oh mein Gott. Wo geht's denn da unten hin? Hm. Boah, ist das groß hier. Ja, ist definitiv anders als in Fable 1. Ist man gerade durch so eine Höhle durchgegangen. Ich kann mich noch an die Hop-Höhle erinnern. Warte mal, da hinten ging es dann noch weiter. Oder nicht? Hop-Höhle war ein Weg, den man. Ne, zwei Wege, die man gehen konnte. Da ist man im Kreis gelaufen. Was habe ich da Erfahrungspunkte gesammelt? Was denn? Oh, ein Schatz. Zeig mal, was hast du denn da? Ja, Gesundheitstrank kann man immer mal ganz gut gebrauchen, wenn irgendwas ist. Gott, ist das groß hier. Wir müssen nachher auch wieder zurück. Wir müssen hier noch unten lang und oben über die Brücke. Mein Gottchen. Wo sind wir denn hier? Mispigtal. Will ich hier raus? Lass mich mal raus. Gucken wir mal, wo wir hier rausgekommen sind. Ne, hier bin ich auf keinen Fall reingegangen beim letzten Mal. Oder? Lass mich mal gucken, wo bin ich denn hier? Hm. Ah! Guck dir das an. Ein Goldschlüssel. Das ist ja perfekt. Fällt mir ja gar nichts zu ein, ey. Ich will hier aber noch nicht runter. Ich will wieder rein. Auf jeden Fall haben wir hier einen Goldschlüssel gefunden. Ich werd nicht mehr. Da platzt mir gleich ein Ei. Das zeig ich dir. Perfekt, perfekt. So, dann haben wir auf jeden Fall hier auch alles erkundet, auf der Seite. Dann müssen wir noch runter. Genau, unten den Gang am Wasser müssen wir noch lang. Und oben über die Brücke. Hoffentlich vergesse ich die Truhe hier nicht, wenn ich genug Schlüssel habe. Ob es hier auch wieder eine Truhe gibt, die am Ende alle Schlüssel frisst? Oder war das bei Fable 1? War das ein Dämon-Tor oder eine Truhe? Ich glaube, das war ein Tor, ne? Genau, der hat irgendwie gesagt, der steht auf alles glänzen und sowas und hat dann gesagt, man soll ihm doch alle Silberschlüssel geben. Irgendwie sowas war das. Genau, und wenn man ihm die gegeben hat, konnte man die ganzen Kisten halt nicht mehr öffnen. Musste man vorher alle Kisten öffnen, überall nachgucken. Boah, wo sind wir denn hier gelandet? Ist hier nichts mit Graben? Such mal, Dicker. Kann aber nicht sein. Naja. Hier müssen wir das gleich irgendwo zu der Truhe kommen, die wir am Anfang gesehen haben. Da vorne ist er doch. Ha. Sehr schön. Mach mal auf.
Oh, 750. Das ist aber geil. Das ist aber geil. Muss ich ja sagen. Hier oben war nichts mehr, ne, oder? Würde ich sagen? Nee. Gut. Oder schlecht, je nachdem, wie man sieht. Ich will noch einen verdammten Silberschlüssel haben. Oder habe ich hier jetzt schon alle? Sir Walter wartet immer noch in der Taverne in Brightwall auf euch. Hä? Er hat sich anscheinend gut dort eingewöhnt. Ich hab doch. Ach so, ach guck mal, hier war ein Schlüssel. Da habe ich einen. Ich hab doch aber vier. Also eins, zwei, drei. Wo habe ich denn den vierten her? Ja, hier war ich gerade. Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja gut, egal. Gehen wir weiter. Ja, jetzt müssen wir da über die Brücke drüber. Dann nach unten. Ja, und dann haben wir die Höhle von hier komplett erforscht, würde ich sagen. Hier unten nochmal. Ah, da haben wir noch eine Kiste. Ist ja fantastisch. Fantastico. Aha, wieder ein Stein für unsere Krone. Okay, hier müssen wir übers Eis. Was denn? Oh Mann. Alter. Blöden Fledermäuse, doch. Gibt's ja gar nicht. Blöden Viecher. Warte, was war das? War da? Ne, da war nix. Okay. Ah, da haben wir noch eine Kiste da vorne. Eine Truhe. Zeig mir mal die Truhe. Okay, wieder ein bisschen Gold. Wo geht's hier hin? Wo sind wir denn hier? Aha. Okay. Hier hat also auch jemand gewohnt. Und da hinten haben wir noch eine Kiste. Ist ja geradezu fantastisch. Das ist ja eine wahre Goldgrube. Diese Höhle. Standardbad. Okay, ja, gib her. Ist jetzt nicht so der absolute Burner. Guck mal, diese ganzen kleinen Kisten, die können wir da kaputt machen. Mich würde interessieren, ob da auch zwischendurch was drin ist. Weil wenn da nichts drin ist, dann bringt mir das nichts, wenn ich die kaputt mache. Ja. Naja, gut, hier war nichts drin. Aber hier geht es ja noch weiter nach oben. Haben wir hier vielleicht noch einen Schlüssel? Das wäre klasse. Nein, aber noch eine Truhe. Was? Ja, hier habe ich doch schon gesehen, Mensch. So ganz so blind bin ich jetzt auch nicht. So, wenn wir die Truhe jetzt hier mal geplündert haben, würde ich sagen, war das eine schöne kleine Erforschungstour hier durch die Höhle. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.